Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer neuen Folge. Wir spielen FIFA 22 Hannover 96 Modus. Ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es geht weiter. Wir haben ja schon ein bisschen den Umbruch gestartet. Haben ein paar neue geholt hier mit Adeyemi, Matcha, mit Dorsch, Raum. Mal sehen, was uns noch erwartet. Ich bin noch nicht ganz fertig. Ich möchte den einen oder anderen Spieler noch holen. Aber gut. Für Moroja. Warum denn Moroja? Nee. Nee. Moroja möchte ich behalten. Die rechte Seite möchte ich eigentlich behalten, denn auf der rechten Seite möchte ich eigentlich Moroja und dem. Da ist er. Die möchte ich da eigentlich lassen. Ich finde die ganz cool. Ich denke, die können das da rocken, die beiden, oder? Denke ich jetzt einfach mal. So. Weiter. Für auch nö, warum denn Ondua? Den möchte ich auch behalten. So. Bremen. Ja, Raum ist auf jeden Fall schon platt. Machen wir dem. Lassen wir Green anfangen. Stolze. Kirk. Bayer. Tribul. Ox. Feinsch. Oder? Feinsch. Wir machen Hult. Kaiser lassen wir nicht mehr spielen, weil er gesagt hat, ich möchte für den Verein eigentlich gar nicht mehr spielen. Deshalb nix. Du kriegst von mir gar nichts mehr. Lassen wir Ox dafür da anfangen. Ox kann er nicht spielen. Ox kann er wirklich nicht spielen. Scheiße. Aber Lamptey kann das spielen. Mann. Also nochmal. Bayer. Kirk. Green. Stolze. Tribul. Dem. Wild. Zentrales Mittelfeld kann der spielen. Der Ox. Egal, wir packen trotzdem dahin. So. Innenverteidiger. Hat Kreinsch das eigentlich auch gesagt, dass er hier gar nicht spielen wollte? Weiß gar nicht mehr. Könnte noch einen Innenverteidiger gebrauchen. Nehmen wir mal Lamptey vorsichtshalber mit. Muss Lia. Für Dorsch. So. Ich bin froh, ich bin froh. Danke, danke, danke. Kreinsch hat das nicht gesagt. Okay. Dann gehen wir rein ins Spielgeschehen. Ich würde sagen, wir spielen wieder erstmal auf Profi. Fast hätten wir wieder auf Legende gespielt. Wo ist denn Duxch? Hätte mich auf eine altbekannte Marvin-Show gefreut. Auch wenn sie dann gegen uns gewesen wäre. Duxch war schon cool, Mensch. So. Spielen. Liebe Zuschauer, ich darf Sie sehr herzlich willkommen heißen hier bei unserem heutigen Spiel. Wolfuß und der Kollege Frank Buschmann sind auch heute wieder das gewohnte Kommentatorenteam
Und es geht heute um ein Spiel am zweiten Spieltag bei diesem Vorbereitungsturnier. Werder Bremen gegen Hannover 96. Spiel Nummer 2 also in diesem Vorbereitungsturnier. Die Frage ist ja immer, wie geht man so ein Turnier an? Nimmt man das wirklich ernst? Geht ja immerhin um einen Titel, darf man nicht vergessen. Sie sind ein sehr ehrgeiziges, ein sehr ambitioniertes Team. Riesenschuss! Tor für die Gäste. Und jetzt kann das Derby richtig losgehen. 1:0. Und wir sehen die Freude über dieses Tor. Wir schauen uns die Wiederholung nochmal an. Er zieht ein Konter, Bude. Und dann dieses Tor, den Ball einfach reingehämmert und da gibt es nichts mehr zu halten. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Erstmal dazwischen gegangen hier. Und abgepfiffen. Abseits. Aha, das war knapp. Kann er was draus machen? Gute Aktion. Kerl! Direkt noch ein Tor. Ich bin begeistert. Da waren sie wohl noch geschockt vom Gegentor. Und dann klingelt es gleich wieder. Ein richtiger Nackenschlag. 2 Tore in so kurzer Zeit. Hier steht es 2:0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Einwurf. Hull tut mir so weh, dass der weg muss, ne? Chance jetzt zur Flanke. Schmidt. Leonardo Bittencourt. Tolle Parade und das aus kürzester Distanz. Ja, den muss er erstmal halten. Da muss er überhaupt erstmal rankommen. Diese Reflexe sind unfassbar. Sie können nicht klären, sind weiter im Bedrängnis. Ja, Zieler, ganz sicher. Kerk. Tribul. Das könnte was werden. Und jetzt ist die Gefahr bereinigt. Sie können nichts aus dieser Szene machen. Jetzt ist es gefährlich. Hä? Was war das? Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Er zieht ab. Da passt der Klasse auf. Der Ball kommt rein. Den hält er sicher. Gar kein Problem. Tor. Harmlos, dieser Kopfball. Ein Tor. Was macht er draus? Jetzt die Flanke. Klatsch! Da prallt er vom Pfosten zurück ins Spiel. Kein Tor. Der Ball landet am Gestänge. Ah, da wurde es zugenommen. Sie können über außen kommen. Ja, mit viel Übersicht. Und Tor! 3:0 schon. Nächstes Spiel stellen wir, glaube ich, doch einen höher. Hier nochmal die Wiederholung des Tors. Wir sehen den Konter. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Sie können sich hier weiter absetzen mit diesem 3:0. Ja, das könnte was werden jetzt. Aber dann ist der Ball doch weg. Szene erstmal beendet. Guter Pass. Da ist er aufmerksam. Gut vom Torwart. Da ist das Tor. Wie ist denn der reingegangen? Den würde ich gerne noch mal sehen. Die sind richtig gut drauf heute. Ein weiteres Tor. Und der Gegner muss aufpassen, dass ihm das hier nicht komplett entgleist. Mysteriös. Eindeutiges Resultat bis hierhin.
super Aktion. Das ist die Balleroberung. Unwiderstehlich. Jetzt können sie den Konter ansetzen. Komm, Greeny. Klasse Chance jetzt. So wird das nichts mit dem Tor. Der Torhüter ist da. Ecke kommt rein. Keine gute Flanke. Einfach zu halten. Dass sie hier so deutlich vorne liegen, das hat natürlich eine ganze Menge mit der sensationellen Chancenverwertung zu tun. Das ist herausragend. Toller Pass. Ein fantastisches Tor. Da ist auch das Debüttor von Green. Ich meine, gut, das ist jetzt alles nur Vorbereitungsturnier, ne? Genießen wir das einfach ein bisschen, dass man hier viele Buben schießt. Aber nächstes Spiel machen wir dann Weltklasse. Hat auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Ganz bittere Nummer mittlerweile. Jetzt steht's 5:0. Und er geht am Gegenspieler vorbei. Ball kommt rein. Weiter diese Szene, immer noch Gefahr. Oh, warum denn der? Robert. Schwacher Zweikampf, da muss er anders hingehen. Er holt sich vorne den Ball. Das war knapp. Ja, das hätte Dux besser gemacht. Er macht heute ein richtig gutes Spiel. Er ist richtig präsent heute. Viele und vor allem gute Ballaktionen. Eine davon war die Torvorlage gerade. Sie haben durchaus Platz auf außen. Der Ball auf den langen Pfosten jetzt. Da sind sie immer noch sehr gefährlich. Achtung jetzt. Da bekommt er Unterstützung. Den Schuss kann er blocken. Gut aufgepasst. Da ist die Flanke. Flanke bleibt hängen. 60 Sekunden gibt es noch als Nachspielzeit. Viel geht also nicht mehr. Er gibt den Freistoß doch. Zuerst hatte er auf Vorteil entschieden. Mit dem Spielstand hätte man zur Pause wohl nicht gerechnet. Sie haben eine überzeugende erste Hälfte gespielt. Wenn Sie weiter konzentriert bleiben, dürfte in Rückgang 2 nicht mehr viel passieren. Oh, scheiße. Er nimmt ihm den Ball ab. Die Gelegenheit für die Flanke. Lange Flanke jetzt. Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Da können sie kontern. Sie können den Ball abfangen. Hallo. Das ist jetzt eine Chance. Riesenparade von Zieler. Das wollte ich so. Warte, wollen wir mal wechseln? Wollen wir Frankie rausnehmen? Dafür mal Lamptey bringen? Vielleicht mal Musiala für Greeny. Und einen Stürmer habe ich gerade nicht. Außen hätten sie jetzt Platz. Platz zum Flanken hier. Tor. Er zeigt hier eine richtig starke Leistung, Buschi. Ja, das hätte gerade Tor Nummer 3 sein können. Ausnahmsweise vergibt er mal. Schmidt. Macht der BVB jetzt ernst? Es soll ein Angebot vorliegen. Sie wollen sich verstärken. Gibt aber nichts Offizielles bisher. Insofern sollten wir noch abwarten, wie sich die ganze Geschichte weiterentwickelt. Tribul, da fangen Sie den Pass ab. Jetzt ist es gefährlich. Gute Chance. So wird das nichts mit dem Tor. Der Torhüter ist da. Denn er wechselt, zwei neue kommen in die Partie. Oh, scheiße, wer denn? Goller?
Die Ecke kommt rein. Und Schmied für Schmidt. Er bringt den Steilpass, könnte gefährlich werden. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Scheiße, den Moment verpasst. Und jetzt ist die Gefahr bereinigt, Ball ist weg. Jetzt können sie kontern. Sie könnten jetzt flanken. Gefährlich! Hereingabe in die Mitte. Souverän gemacht. Wo war denn meine Abwehr? Ein ganz starkes Spiel bislang von ihm. Zwei Tore hat er schon auf dem Konto. Man liegt vorne. So, stopp, jetzt genau hinschauen. Der Ball prallt zurück vom Pfosten. Vorne der Ballgewinn. Ah, die sind gefrustet, überhaupt keine Frage. Das war eine gute Chance und dann ist das Alu im Weg. Kommt jetzt der Ball in den Strafraum. Da fängt er die Flanke ab. Was macht er draus? Flanke kommt rein. Der Kerl ist on fire. Ah, ja. Das war schon sein drittes Tor im heutigen Spiel. Der hat Bock. Nochmal das Tor in der Wiederholung. Sie zieht den Konter perfekt auf. Und können wir noch was wechseln? Und alle noch ein bisschen angeschlagen. Ach komm, lassen wir sie durchspielen. Da sollen sie sich richtig auspowern, die Guten. Dann macht er das natürlich super. Lässt den Ball noch kurz aufspringen, nimmt sich die Zeit, macht das ganz ruhig und schließt erstklassig ab. Leonardo Bittencourt. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Ballverlust. Wieder Bayer. Ah, oh, weiter mit dem Ball. Tolle Szene. Kerk. Guter Pass. Super gemacht. Mit einem Hechtsprung kommt er an den Ball. Das war gefährlich. Er ist zur Stelle ein Klasse-Keeper. Es war kein gutes Spiel heute. Konsequenz ist nun diese Auswechslung. Tja, war nicht zu übersehen, hat eigentlich nie richtig reingefunden in dieses Spiel. Lief nicht. Und deshalb ist jetzt vorzeitig Feierabend. Tribul. Da sagt jeder Keeper, danke, kein allzu gefährlicher Ball. Schmied. Und damit sind sie am Ball. Oh Mann. Und er gewinnt den Zweikampf. Oh. Der Ball ist weg und das war natürlich schwach gelöst. Vielleicht die Konterchance. Machen Sie gut. Steilpass. Aber dann ist die Abwehr da bei diesem Steilpass. Gefährlich. Blockt den Schuss erstmal ab. Chance vertan. Die Kugel ist weg. Der Blick zur Uhr. Noch 7 Minuten. Guter Steilpass hier. Macht er gut. Und da ist das Tor. 7-0. Da schauen wir uns die Entstehung dieses Treffers nochmal an. Erst ich weiß, absolut. Gute Pass. Neben im Realismus, die aber gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Realismus, gibt es das? Realität, meine ich. Ganz cool im Tor. Realismus. Das ist Realismus. Sie spielen steil, gefährlich. Gut in den Lauf gespielt. Und da hat er den Dreierpack. Ist der heute Entschuldigung. Gut drauf? Das ist ja sensationell. Den hält keiner. Der macht da vorne, was er will. Auch das war wieder ein super Tor. Ja. Das ist eindeutig heute. Zumindest bisher. Mal sehen, ob sie hier noch zurückschlagen können. Irgendwie.
Zieht in die Mitte. Da oben, der vorne den Ball. Noch ist die Chance da. Mit der Faust Duxi. Kann er hier retten. Ja, jetzt gibt's Eckstoß. Wir wechseln nicht. Ecke kommt in die Mitte. Weiter diese Szene. Immer noch Gefahr. Ah. Wir haben den Schlusspfiff in dieser Begegnung. Die Gäste sind wir also am Wir wollten die Ende. Marvin-Show. Und wir haben aber die Maxi-Sebastian-Show bekommen. Weil, ne, Maximilian Bayer und Sebastian Kirk. Sind wir damit schon weiter? Sechs, nee, noch nicht ganz. Celtic haben wir noch. Kirk verbucht Dreierpack gegen Bremen. Gut, ich würde sagen, beenden wir die Folge nochmal. Ich möchte sagen, Hult, sollte sich keiner für Hult melden, behalten wir Hult als Backup. Dann lassen wir ihn seine Karriere bei uns beenden. So machen wir das. Gut, Freunde, lasst mir gerne was da. Schaltet morgen wieder ein um 12, wenn ihr Bock habt. Und ja, bleibt gesund, passt auf euch auf und dann sehen wir uns morgen. Ciao, ciao.